Alle herzlichst im Saal, aber natürlich auch diejenigen, die online zugeschaltet sind. Mein Name ist Michael Lang, darf Sie in meiner Eigenschaft als Vizerektor für Forschung und Personal hier im Hause begrüßen. Freue mich aber mit meinem zweiten Hut, mit dem ich heute hier nicht stehe, aber den ich natürlich auch aufhabe, nämlich als Professor für Steuerrecht, ganz besonders, dass diese Veranstaltung heute hier stattfindet und dass das Department für Finance and Accounting, dem ich herzlich danke, sich entschlossen hat, das Thema der globalen Steuerpolitik und der Mindeststeuer zum Gegenstand der Veranstaltung zu machen. Ich glaube, alle, die hier sind, die online dabei sind, wissen, wie brandaktuell das Thema ist. Als Steuerwissenschaftler, Steuerwissenschaftlerinnen ist man ja da wirklich im Mittelpunkt des politischen Geschehens. Und da gibt es eine Vielzahl von Fragen, von denen ich sicher bin, dass nur einige heute angesprochen werden können, die sich da stellen, und zwar ganz, ganz grundsätzliche Fragen, die über das Steuerrecht und über die Besteuerung hinausgehen. Wenn ich jetzt nur denke an Fragen letztlich der Demokratiepolitik, wie entstehen solche Regelungen in relativ kurzer Zeit, wer legitimiert die Organe, die diese Regelungen kreieren, die aber eine unheimliche Wirkmacht erzeugen und wo den nationalen Gesetzgebern dann eigentlich nicht viel an Umsetzungsspielraum zulässt. Oder beispielsweise auch da Fragen letztlich der Qualitätssicherung in einem Rechtsetzungsverfahren, die sich da stellen. Wie schaut es sozusagen mit das, was wir im innerstaatlichen Recht alles an Begutachtung etc. kennen, wenn hier globale und zum Teil EU-weite Organe dann hier Regelungen kreieren. Und da könnte man, glaube ich, sehr, sehr lange fortsetzen. Das erspare ich Ihnen jetzt, weil ich glaube, es gibt jetzt wirklich eine interessante Diskussion und einen interessanten Vortrag. Nochmals herzlichen Dank dem Department und insbesondere dem Kollegen Petutschnik, dem ich jetzt auch dann gleich das Wort übergeben werde und der dann uns weiter durch die Veranstaltung führen wird. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, vielen Dank, Professor Lang, für diese einführenden Worte. Herzlich willkommen alle, die hier sind, auch herzlich willkommen alle, die zu Hause vorm Fernseher, hätte ich schon fast gesagt, vorm Computer sitzen und sich das anschauen. Ja, ich hoffe, wir haben ein spannendes Thema gefunden und ich glaube, dass wir das auch sehr gut dann diskutieren werden können. Das Thema ist die globale Mindeststeuer und wir fragen uns zunächst einmal, wozu das Ganze? Und für dieses Wozu das Ganze habe ich ein kleines Video für Sie vorbereitet. Keine Sorge, es ist kein Teaching-Video von mir, sondern das ist etwas, was man sehr schön im Internet finden kann. Bitte. Hello. Have you ever heard about big companies' important tax savings? Such as Google, Amazon, Starbucks, McDonald's, or Apple? They are using Deed, an absolutely legal offshore scheme, allowing them to reduce almost 90% of their taxes. Let's see how it works. Let's take the Google case as an example. As you know, Google has offices all around the world, and essentially, its original country, USA. Google has opened a wonderful office in Dublin, Ireland, and hires nearly 2,000 people. Nobody can tell it's a pure empty shell company. No, it's not. The company is called Google Ireland LTD. Google also has another company called Google Ireland Holding, but this company has no physical office with staff in Ireland, and the company is fully managed from Bermuda. This company owns all the internal property, brands, names, technology, systems, patents, rights, and more. According to the Irish law, if a company is managed from somewhere else, it's taxable. Elsewhere, and in fact, the taxation of Google's holding in Bermuda, which is what you can guess, 0% tax. Lastly, they also have a company in Amsterdam called Google Netherlands, BV. We'll see what they do soon. Now let's see how it works.
You are a customer buying advertising from Google USA for $1,000. Google USA will pay $800 to Google Ireland Holding to manage and handle the sale, which means setting up the campaign, using the brands, and more. Google's Ireland Holding will pay 700 euros to Google Ireland for doing the job. Google Ireland will pay this 700 euros to Google Netherlands BV. And finally, according to Dutch law, this money will be paid back to Google's Holding Ireland. This is how 700 euros of initial profit has moved legally to Bermuda without Irish taxation and no other taxes. The remaining 300 euros has been used to pay running costs, expenses, salaries, taxes, and other costs that can occur. This is fully legal. And there are many more offshore schemes, absolutely legal, that 90% of businessmen ignore. Fido Swiss. We will happily register your company in Netherlands, Ireland, Bahamas, Bermuda, Panama, Dubai, Latvia, Hong Kong, and anywhere else in the world. Just visit our website and contact us today. So, danke vielmals. Ja, also ich bin mit dieser Firma nicht verbunden, keine Sorge. Aber wenn ich sowas im Internet finde, dann finden das andere auch. Und das führt uns, glaube ich, auch dazu, dass dieses Thema einfach irgendwo am Tapet steht. Man kann das Ganze natürlich auch anders aufziehen und man kann sich das auch empirisch überlegen und untersuchen, wohin fließen denn diese Gelder oder wie schaut das aus? Und da gibt es ein Forschungsprojekt, das nennt sich The Missing Profits of Nations von Torslov, Weir und Zuckmann. Gabriel Zuckmann ist wahrscheinlich der bekannteste dieser drei Forscher, ein in Frankreich geborener Ökonom, der jetzt an der University of Berkeley unterrichtet. Und die haben sich angeschaut, wohin fließt dieses Geld oder wie viel Geld an Profit wird jedes Jahr geschiftet und wohin geht das verloren. Und man sieht auf diesem Screen oder auf dieser Weltkarte die Länder, die dunkelrot eingefärbt sind, die verlieren nach deren Berechnung mehr als 20% des Körperschaftsteueraufkommens jedes Jahr. Und wohin verlieren die das? Die verlieren das an diese kleinen grünen Punkte. Und wenn man da ein bisschen hineinzoomen, dann sieht man diese kleinen grünen Punkte, die sind hauptsächlich in der Karibik. Schöne kleine Inseln, wo es sonst wahrscheinlich nichts anderes gibt, außer Steuer, also niedrige Steuer. Man sieht aber auch, wenn man da auch hineinzoomt, man findet hier aber auch ein paar Steueroasen mitten in der Europäischen Union bzw. in Europa. Also es ist nicht nur ein karibisches Thema. Das Forschungsprojekt zeigt, dass für das Jahr 2018 900 Milliarden US-Dollar an Gewinn geschiftet wurde, zumindest nach deren Berechnungen, und das entspricht rund 10% des Körperschaftsteueraufkommens weltweit. Dieses Thema geht natürlich auch durch die Medien und da gibt es bekannte Überschriften, Schlagzeilen, die man immer wieder sieht und immer wieder liest, dass Apple hier zum Beispiel, Apple avoided 40 billion in taxes, oder es geht weiter mit Google, Amazon, Facebook, also die GAFAs, wie man sie so schön nennt, aber natürlich auch andere große Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht so im Vordergrund der medialen Berichterstattung stehen, sind hier irgendwie stehen am Pranger bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise lösen dieses Problem aus, dass wir uns über eine globale Mindestbesteuerung Gedanken machen müssen. Und nachdem das durch die Medien geht, gibt es hier offensichtlich auch einen politischen Willen dazu. Diese globale Mindestbesteuerung, die jetzt hier dieses Konzept, das die OECD entwickelt hat, besteht aus sechs Grundbestandteilen, sechs wesentlichen Bestandteilen, die ich jetzt nicht im Detail erläutern möchte, aber nur kurz drüber sprechen möchte. Der eine, zunächst einmal der Anwendungsbereich, es gilt für große Unternehmen, also MNEs, multinationale Unternehmen, Multinational Enterprises mit einem Umsatz von über 750 Millionen Euro pro Jahr. Dieser Umsatz wird abgelesen aus einem Konzernabschluss, der primär wahrscheinlich ein IFRS-Konzernabschluss sein wird oder auch jedes andere vergleichbare Rechnungswesen-Recht, also US GAAP oder auch möglicherweise ein deutsches HGB oder UGB können hier herangezogen werden. Dann gibt es Ausnahmeregelungen, die jetzt nicht unbedingt im Moment zu besprechen sind, wie diese Substance Carve-Outs Rule, aber der Hauptbestandteil ist eigentlich diese Top-Up-Tax bzw. diese Income Inclusion Rule und auch diese Under-Tax Payment Rule, die entweder der Muttergesellschaft oder auch einer darunterliegenden Tochtergesellschaft, wenn der Staat der Muttergesellschaft nicht besteuern möchte, unter Anführungszeichen, das Besteuerungsrecht zuweist. Die Top-Up-Tax heißt, dass wenn immer ein effektiver Steuersatz in dem Konzern vorliegt, der unter 15% liegt, wird die Differenz auf 15% eingehoben.
Wir haben uns dann einmal angeschaut, auf Basis von Orbis, das ist diese Datenbank, die die meisten von Ihnen auch kennen, wie viele Unternehmen gibt es hier überhaupt innerhalb der Europäischen Union, die über diese 750 Millionen Umsatzschwelle fallen. Und das sieht man in der Europäischen Union, laut Orbis sind das rund 1000 Unternehmen für das Jahr 2018 und 2019 im Durchschnitt. Für Österreich weist Orbis 26 Unternehmen aus. Wobei man hier sagen muss, dass die OECD-Daten zum CBCR, also zum Country-by-Country-Reporting, von 76 österreichischen Unternehmen ausgehen, die dort die 750 Millionen Umsatz überschreiten. Also hier sehen wir auch schon, dass es relativ schwer wird, den Effekt von dieser Global Minimum Tax irgendwie zu quantifizieren oder vorab abzuschätzen und zu simulieren. Wir haben uns dann auch angeschaut für diese 989 EU-Unternehmen, was ist so der durchschnittliche Effective Tax Rate, also was ist so die durchschnittliche Körperschaftssteuerquote für diese Unternehmen im Jahr 2019? Und da sieht man zum Beispiel hier Österreich in der Mitte, da sind wir über den 15%, also die 15% ist diese rote Linie, die durchgezogen ist. Und wir sehen eigentlich, dass sehr wenige Unternehmen oder sehr wenige Länder mit durchschnittlichen Konzernsteuerquoten hier unter diesen 15% sind. Also das wären hier zum Beispiel Finnland, Litauen, Bulgarien, Schweden, Ungarn, Zypern, Lettland und Irland, also teilweise auch bekannte Steueroasen unter Anführungszeichen. Wenn man sich überlegt, was dieser Top-Up-Tax denn bringen könnte an zusätzlichem Aufkommen oder wie viel von diesem Aufkommen, das hier hinausgeschiftet würde oder wird, könnte wieder zurück nach Österreich kommen, dann ist es relativ schwer, das abzuschätzen, weil wir eben diese Datenbasis nicht vollständig haben. Es gibt Schätzungen, die öffentlich kommuniziert wurden. Das BMF letztes Jahr im Juni hat der Finanzminister geschätzt, dass er zwischen 600 und 700 Millionen Euro Aufkommen erwartet aus dem Ganzen. Das habe ich jetzt hier mit 650 verzeichnet. Wenn man die Daten hernimmt, die Torsloff, Wir und Suckmann zeigen, dann wären das rund 800 Millionen und die EU-Kommission kommt auf einen Wert von bis zu 3 Milliarden, nur für Österreich. Woher der kommt, weiß ich nicht. Ja, aber es ist zumindest, also die Bandbreite ist riesengroß, irgendwo dazwischen wird es liegen und wir werden es in Zukunft irgendwie sehen. Nächster Punkt, die Frage, wie geht es jetzt weiter? Also wir wissen, dass dieser Global Minimum Tax steht am Horizont, aber sie wurde noch nicht beschlossen und alle Projekte, die noch nicht beschlossen wurden, haben natürlich Bedeutung, aber sie sind jetzt natürlich noch nicht verbindlich und wir werden sehen, wie das sich so weiterentwickelt. Diese Weltkarte hier in grün eingefärbt sind alle Mitglieder dieses OECD G20 Inclusive Frameworks, also das sind jene Staaten, die sich hier zusammentun, um das internationale Steuersystem zu reformieren. Und von diesen 141 Staaten haben 137 dem GLOB, also dieser Global Minimum Tax, schon zugestimmt. Also die haben sich mehr oder weniger moralisch verpflichtet, das irgendwie einzuführen. Also moralische Verpflichtung, wissen wir, was das bedeutet, aber es ist zumindest eine, sagen wir mal, moralische Verpflichtung. Die Europäische Union handelt hier möglicherweise etwas schneller und hat hier auf Basis dieser OECD Entwicklungen und Vorschläge. Sie sehen hier auf der linken Seite der Folie die Timeline, wie diese globale Mindestbesteuerung, welche Reports hier Marksteine waren in der Entwicklung. Die Europäische Union hat, also die Kommission hat am 22. Dezember letzten Jahres einen Richtlinienentwurf zur Implementierung von GLOB in der EU veröffentlicht. Der ist nun einmal im April, Anfang April im ECOFIN gescheitert. Das heißt, hier gab es keinen einstimmigen Beschluss. Gescheitert vor allem an Polen, aber auch Estland hat dann nicht zugestimmt und Zypern auch nicht. Wie das jetzt weitergeht, kann man schwer sagen. Die Richtlinie sieht vor, dass die Regelungen bis zum 31. Dezember 2020 in nationales Recht umgesetzt werden und am 1. Jänner 2023 soll das dann weitergehen. Und wie das dann weitergeht und wie das Ganze ausschaut und wie wir uns darauf vorbereiten, darüber möchte ich jetzt mit meinen Gästen am Podium diskutieren. Und dazu möchte ich zunächst einmal Frau Iris Burgsteller begrüßen. Iris Burgsteller ist Steuerberaterin und Partnerin bei dpa. Sie ist eine ausgewiesene Expertin im internationalen Steuerrecht. Sie ist Leiterin des Global Transfer Pricing Teams von Baker Tilly International und es freut mich, dass Sie heute hier bei uns sind. Danke für die Einladung. Dann, wir haben beschlossen, Ladies first und dann alphabetisch. Als nächstes Dominik Bernhofer, bitte.
Dominik Bernhofer ist Abteilungsleiter für Steuerrecht der Arbeiterkammer Wien und hat ja natürlich auch ein großes Interesse, dass diese globale Mindestkörperschaftssteuer auf uns zukommt. Als nächstes darf ich begrüßen und bitte Sie mit mir gemeinsam zu begrüßen Herrn Ralf Kronberger von der Wirtschaftskammer Österreich. Er ist dort das Gegenstück zu Dominik Bernhofer, also er leitet dort die Abteilung für Finanz- und Steuerpolitik. Und last but not least, of course, Herrn Thomas Thomasberger. Head of Taxes of Central and Eastern Europe bei der Siemens AG Österreich. So, und jetzt setze ich mich auch dazu. Also Dankeschön, dass Sie heute hier sind. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir kurze Eingangsstatements unserer Podiumsgäste erfragen oder erbitten. Und nachdem wir jetzt zwar den Herrn Thomasberger zuletzt aufs Podium gebeten haben, werden wir ihn aber jetzt als erstes bitten, uns seine Einschätzung, seine erste zu dieser globalen Mindeststeuerung mitzuteilen. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Petutschnig. Ja, danke, dass ich hier die Brille des Unternehmens, des multinationalen Unternehmens hier vertreten darf. Wie nicht wahrscheinlich ganz unerwartet, sind wir mit der Lösung, die jetzt hier am Papier steht, nicht ganz so glücklich. Aus unserer Sicht hätte man das anders machen können, insbesondere wenn man sich daran erinnert, wo sind wir denn gestartet? BEPS-Projekt, Base Erosion and Profit Shifting, war das Thema vorher schon erwähnt. Die berühmten GAFA-Unternehmen kamen hier ins Spiel, das heißt Konsumgüter und Internetkonzerne waren im Fokus. Man konnte hier aber dann keinen Konsens finden, wie man vielleicht hier Besteuerungsrechte international neu regeln könnte. Betriebsstättenbegriff, der klassisch hergebrachte, hat nicht mehr gegriffen. Und letztendlich hat man sich dann durchgerungen, eine globale Mindestbesteuerung einzuführen. Und hier hat man einfach aber plötzlich nicht mehr unterschieden. Die globale Mindestbesteuerung gilt einfach für Unternehmen, die diese Umsatzschwelle überschreiten, egal welches Geschäft sie dabei machen. Und insoweit sie über Aktivitäten, sei es über Betriebsstätten oder sei es über Tochtergesellschaften in Ländern verfügen, die eben diese 15% Effective Tax Rate nicht erreichen, dann eben da auf Ebene der Ultimate Parent Company zur weiteren Besteuerung um die 15% zu erreichen herangezogen wird. Aus unternehmerischer Sicht ist hier natürlich ein enormer Compliance-Aufwand, zusätzlicher Compliance-Aufwand wiederum damit verbunden, diese Dinge zu ermitteln, diese Dinge evident zu halten, diese Dinge über zusätzliche Steuererklärungen zu erklären. Und aus unserer Sicht, also wir sind nicht gegen eine 15%ige Besteuerung in keinster Weise, und die Steuer ist für unser Geschäft auch nicht der maßgebliche Faktor, sondern wir machen dort Geschäft, wo wir einfach unser Business, unser Geschäft machen können. Aber man hätte das vielleicht auch anders machen können, indem man vielleicht auf den jeweiligen nationalen Ebenen auf eine 15%ige Besteuerung hinarbeitet. Also das Ende des Race of the Bottom, wo man den Bottom einfach anhebt. Unter uns gesagt, ja. Das ohnehin auch kommen wird, und zwar in zwei Richtungen, nämlich nicht nur Race from the bottom, sondern auch von oben hinunter, eine Nivellierung in Richtung 15%. Dankeschön. Herr Kronberger, wie sieht das Ganze die Wirtschaftskammer? Ja, aus Sicht des multinationalen Unternehmens ist ja schon einiges gesagt. Ich glaube, das brauche ich nicht nochmal wiederholen. Also das unterstützen wir natürlich voll zur Gänze. Vielleicht auch noch dem Grunde nach ist dieses Konzept zu unterstützen, aber es gibt ja immer das Ja-Aber. Wir hatten ja jetzt eine Reihe auch von Veranstaltungen, wo auch unter Anführungszeichen die Techniker schon ausführlich dargelegt haben, wo die ganzen Problemstellungen bei diesem Konzept liegen. Und deswegen werde ich da jetzt nicht eintauchen, sondern werde vielleicht noch ein paar Eckpunkte dazu bringen. Grundsätzlich, was sind jetzt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir gerade haben für die Einführung? Die sind im Moment nicht sehr gut. Wir sind derzeit sozusagen mit einem konjunkturellen Abschwung konfrontiert aufgrund des Ukraine-Konflikts und möglicher Embargos, die da kommen. Und es könnte sein, dass wir im schlimmsten Fall aller Fälle nächstes Jahr vor einer Rezession stehen.
Das nächste ist, wir haben derzeit eine relativ große politische Unsicherheit aufgrund des Vetos eben von Polen. Auch das ist etwas sozusagen, was die Sache jetzt nicht einfacher macht. Dann haben wir das Thema, dass wir eine sehr hohe Komplexität haben, aber gleichzeitig einen Druck haben, dieses Konzept rasch umzusetzen. Des Weiteren, was auch sehr interessant ist, einfach jetzt die Fragestellung, wie viele österreichische Unternehmen sind denn jetzt betroffen? Wenn man sich unterschiedliche Statistiken anschaut, beispielsweise nach Statistik Austria sind die mit Umsatzschwelle 750 Millionen, sind es 126 Unternehmen in Österreich mit über 700.000 Beschäftigten und 330 Milliarden Euro Umsatz. Dann haben wir wieder andere Statistiken wie von KPMG, die sagen, okay, wir haben 71 Unternehmen mit 2300 Entities, also aus Muttergesellschaften, bei Tochtergesellschaften haben wir 1000 CBC-Berichte und 3000 bis 4000 Entities. Also da haben wir schon ganz ordentliche Größenordnungen. Auf die Komplexität wurde jetzt in mehreren Veranstaltungen dieser Woche schon öfters thematisiert, auf das werde ich jetzt nicht noch einmal eingehen. Was natürlich auch noch ein großes Thema ist, was Professor Petuchnik jetzt schon in seinem Eingangsstatement auch gebracht hat, wie viel bringt es denn tatsächlich? Wir haben Schätzungen, es ist 600 Millionen Aufwand, zusätzliches Aufkommen. Wir haben Schätzungen, es geht bis zu 3000 Millionen. Unabhängig davon muss man das natürlich auch ein bisschen im Kontext stellen. Erstens einmal wissen wir nicht, wie hoch der Verwaltungsaufwand dieser ganzen zusätzlichen Einnahmen sind. Und einfach, wenn man einfache Rechnungen auch mal macht, wir haben einmal uns angeschaut, die letzten 20 Jahre, wie hat sich das Köstaufkommen nominell entwickelt? Und die Standardabweichung war 1000 Millionen und das würde einem Zusatzaufkommen von 600 Millionen entsprechen. Also muss man sich mal fragen, wofür steht denn überhaupt dieser Aufwand. Dann haben wir natürlich auch noch mehrere Studien, die uns sagen, dass kleine offene Volkswirtschaften mit einer relativ hohen Steuerbelastung hier auch noch den Kürzeren ziehen werden. Und von daher sehen wir natürlich die ganzen Problemstellungen dieses Ansatzes. Und weiters haben wir natürlich auch noch gesehen, wir sind jetzt in Krisensituationen, wie vorher schon auch angesprochen, und das ist die Klammer, mit der ich jetzt auch schließen möchte. Wir brauchen Flexibilitäten in Krisenzeiten für steuerliche Maßnahmen, sei es Corona-Hilfen etc. Da sollte man sich den Spielraum auch einfach nicht nehmen. Also das sind so ein bisschen sozusagen ist ein bisschen die Begleitmusik. Dem Grunde nach ist es selbstverständlich, dieses Konzept zu begrüßen, dass man unfairen Steuerwettbewerb einbremst. Die Frage ist halt immer nur das Wie. Dankeschön. Dankeschön. Herr Bernhofer, Sie haben sich einiges notiert. Ja, war einiges zu notieren. Schönen Abend auch von meiner Seite. Ich möchte mich gleich zu Beginn ein bisschen für meine Stimme entschuldigen. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, ich bin trotzdem ganz gut zu hören. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wir von Seiten der Arbeiterkammer, wir stehen dem Konzept der globalen Mindeststeuer eher positiv gegenüber. Und zwar, es wurde eh schon angesprochen, wir haben ein Thema mit Profit Shifting, wir haben auch ein Thema mit Steuerwettbewerb zwischen Staaten. Also wir haben in den letzten Jahrzehnten einen starken Rückgang der nominalen und auch der effektiven Körperschaftssteuersätze gesehen. Und die Mindeststeuer ist deswegen interessant, weil sie sozusagen eigentlich bei beiden Problemkreisen eigentlich wirksam ist, weil indem ein effektives Minimum eingezogen wird und das Steuerdifferenzial zwischen, sage ich mal, Steueroasen und Normalsteuerländern dadurch kleiner wird, sinkt natürlich der Anreiz für die Unternehmen, Gewinne in die Steueroasen zu verschieben, weil es sich weniger rechnet, und gleichzeitig sinkt natürlich auch der Druck für die Staaten, für die Normalsteuerländer, die Steuersätze weiter zu reduzieren. Das ist das, was die ökonomische Theorie nahelegt. Da gibt es einige oder viele Studien dazu. Ob das in der Praxis sich tatsächlich so materialisieren wird, das, glaube ich, bleibt abzuwarten. Ich mache keinen Hehl draus. Wir von Seiten der Arbeiterkammer hätten natürlich auch in dem einen oder anderen Punkt, zum Beispiel auch beim Steuersatz, durchaus auch noch ein bisschen eine schärfere Ausgestaltung uns vorstellen können. Aber ich glaube, sozusagen auch in der jetzt vorgelegten Variante ist es natürlich eine kleine Steuerrevolution. Das muss man schon sagen, die weit hinaus geht über das, was man im Rahmen des BEPS-Pakets gesehen hat und die auch Effekte haben wird. Und ein Effekt, der auf jeden Fall gegeben sein wird und den ich auch sehr begrüße, es wird einfach zu einer
wie auch immer, in welchem Ausmaß auch immer, zu einer höheren effektiven Besteuerung von Konzerngewinnen führen. Wir wissen aus Studien, Konzerne zahlen durch die Gestaltungsmöglichkeiten, die sie haben, sozusagen niedrigere effektive Steuersätze als beispielsweise KMUs. Das heißt, es stellt einfach hier ein gewisses Maß an Steuergerechtigkeit auch her, auch gegenüber den lohnabhängig Beschäftigten, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die natürlich diese Gestaltungsmöglichkeiten nicht haben. Und ein weiterer positiver Aspekt, und deswegen würde ich meinen, dass der Zeitpunkt der Einführung gar nicht so schlecht ist. Wir haben in den letzten Jahren viel Geld ausgegeben für Corona-Hilfen, gerade auch für die Unternehmen, fast 30 Milliarden allein über die COFAG. Die Schuldenquote ist auf über 80% angestiegen. Wir diskutieren jetzt wieder Antiteuerungs-Entlastungsmaßnahmen, die weiteres Geld kosten. Und ich glaube sozusagen, wir können jeden Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen gut gebrauchen. Wobei ich auch der Meinung bin, die 3 Milliarden, die sozusagen von Seiten der EU-Kommission da geschätzt werden, die halte ich auch für sehr, sehr unrealistisch. Also ich glaube, die 600, 700 Millionen Euro von Seiten des Finanzministeriums sind deutlich realistischer. Ich glaube aber sogar eher das obere Ende. Warum? Weil wir ja, das ist nicht erwähnt worden im Vortrag, aber ganz ein wichtiger Aspekt, der erst in den letzten Monaten, sage ich mal, dieser Mindeststeuerdiskussion irgendwie aufgetaucht ist, die sogenannte nationale Ergänzungssteuer, National Qualified Domestic Minimum Tax oder Top-Up Tax, die, sage ich mal, Steueroasen die Möglichkeit gibt, niedrig besteuerte Konzerngesellschaften von ausländischen Unternehmen im Inland so selbst zu besteuern und nicht sozusagen auf Ebene der Muttergesellschaft zu besteuern. Das führt natürlich dazu, dass sozusagen potenziell sich Steuersubstrat sozusagen von den konzernzentralen Staaten hin zu den Quellenstaaten verlagert. Und das könnte natürlich Österreich auch natürlich unter Umständen Steuereinnahmen kosten. Es gibt überhaupt keine Impact Assessments zudem. Ne? Es gibt ein OECD Impact Assessment von Ende 2020, wo diese nationale Ergänzungssteuer überhaupt nicht simuliert worden ist. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer abschätzbar, wie sich das genau finanziell auswirkt. Aber ich glaube, wir können trotzdem mit gewissen Einnahmen rechnen, weil Studien zeigen, dass die österreichischen Konzerne gerade im Inland relativ niedrigere effektive Steuersätze aufweisen. Und das würde natürlich bedeuten, nachdem sozusagen die Mindeststeuer auch für die Inlandssachverhalte gilt, würde bedeuten, dass die auch hier greift. Damit schließe ich. Also wir sind es relativ positiv, aber die technischen Schwierigkeiten sind natürlich da und die muss man lösen. Danke vielmals. Frau Burgstaller, als Steuerberaterin, die sich hauptsächlich mit dem internationalen Geschäft beschäftigt, sind Ihre Klienten schon nervös? Ehrlicherweise noch nicht wirklich. Also wir sind ein bisschen nervös geworden wegen der Timeline, die da ursprünglich im Raum gestanden ist, weil die ja Wahnsinn ist. Dieser, ich glaube, Sie haben es vorher erwähnt, ab 2023 ist ein Wahnsinn, sowas in einem Unternehmen umzusetzen. Nervosität schlägt sich da jetzt noch keine breit. Wir betreuen einige Konzernunternehmen in Österreich, die die 750 Millionen Euro Grenze haben, wo wir schon am Rechnen sind. Als Steuerberater, um da jetzt anzuschließen, könnte ich jetzt sagen, bin absolut für die Mindestbesteuerung, weil sie, das erkennt man aus allem, was man bis jetzt gesehen hat, an Simulationen, an Berechnungen, einfach die Komplexität extrem erhöht. Also insofern könnte ich es mir jetzt einfach machen und sagen, hurra, die nächsten 10 bis 15 Jahre brauchen wir uns um unseren Job keine Sorgen machen. Aber natürlich muss man schon, also und da bin ich ja sehr, also der gleichen Meinung wie der Thomas Berger, abwägen, nicht? Was ist jetzt wirklich das Aufkommen, das dadurch generiert wird, versus den administrativen Aufwand das Unternehmen betrifft. Und für uns Berater, und ich bin ja jetzt out mehr jetzt als Steuernerd, ja, ich meine, da gibt es die eine Seite, wo ich das konzeptionell irrsinnig spannend finde und toll und dieser letzte Akt dieser BEPS-Diskussion ist endlich einmal einer, wo was weitergeht, weil man einmal outside the box sozusagen denkt, weil bis jetzt muss man sagen, diese BEPS-Maßnahmen waren ja alle so Versuche innerhalb des alten Systems was zu sanieren mit Abzugsverboten, Hinzurechnungsbesteuerung, das war eigentlich ein alter Hut, die hat es schon lange gegeben, auch diese Hybrid-Entities, sind im Endeffekt dann Abzugsverbote oder Ähnliches. Ja. Und jetzt macht man so einen Sprung nach vorne und vielleicht Revolution, ich glaube, Sie haben das schon gesagt,
Man verwendet AFAS-Daten erstmalig in dieser ganzen Steuerdiskussion, verwenden wir Konzernrechnungslegungsdaten, um dann irgendwas für Steuerbemessungsgrundlage zu ermitteln. Also das finde ich ja ganz spannend und kreativ. Und noch besser ist der Effekt, noch besser gefällt mir der ja rein konzeptionell, dass man ja ein System einführt, wo man Dominoeffekt auslöst, aus meiner Sicht. Nämlich genau mit dem Thema, was Sie schon erwähnt haben, mit dieser nationalen Top-Up-Tax oder Mindeststeuer. Und ich habe da gerade mit Schmunzeln von Jersey, Kanalinsel und bekannte Steueroase, 0% Körperschaftsteuersatz, ich glaube 10% für Financial Services und so. Und Jersey hat gerade jetzt Ende April ein Policy Statement rausgebracht, wie, was so die Gedankengänge sind von Jersey, was sie mit diesem globalen Mindeststeuerthema anfangen. Und also das ist wirklich lustig auch zum Nachlesen, weil in dem Policy Statement merkt man, wie Jersey so Art das Ministerium in dem Fall sich selbst überredet und zum Schluss kommt, naja, es wird kein Weg im Prinzip daran vorbeiführen, dass man das umsetzt, ja, und auch diese Mindeststeuer einführt, weil sonst erheben ja andere ja Steuern, nicht? Und das will man sich dann nicht entgehen lassen. Und das ist ja ein ganz einfacher Effekt, den man sich da zunutze macht, wo dann, wo es ausreicht, wenn ein paar Anteilseigner Staaten das einfach umsetzen und sich dann einfach andere Staaten sagen, naja, es wird sowieso erhoben, dann hole ich es mir lieber selber. Ja? Und insofern ein geniales System. Und jetzt habe ich schon zu lang geredet, aber auf der anderen Seite, als Unternehmensseite natürlich, ein Wahnsinn, was man da mit administrativen Aufgaben und Themen konfrontiert ist, mit Erklärungspflichten und allein das Rechnen ist schon ein Riesenaufwand. Das ist alles andere als simpel oder einfach. Ja. Also von daher zwei Seelen schlagen in meiner Brust, wenn man so will. Ja, ja, vielen Dank. Ich möchte einen Punkt gleich aufnehmen und zwar die und mehr oder weniger Compliance-Belastung für die Unternehmen. Und Herr Thomasberger, damit möchte ich Sie ansprechen. Ich gehe einmal davon aus, dass Siemens groß genug ist, um da potenziell hineinzufallen. Bereiten Sie sich schon darauf vor, beziehungsweise wie bereiten Sie sich schon darauf vor? Und ja, also die 750 Millionen schaffen wir gerade, also sind wir geringfügig drüber. Ja, nein, das ist ein großes Thema und wir bereiten uns selbstverständlich darauf vor. Insbesondere versuchen wir derzeit auch mit eigenen Eingaben hier also auch Dinge klarzustellen, wie sie dann zu ermitteln sind und insbesondere hoffentlich dort auch hinbringen zu können, dass wir diese Dinge primär aus unseren Systemen ziehen können. Hier arbeiten die Kollegen in München. Ich habe ja, muss ich dazu sagen, ein bisschen den Vorteil, dass ich ja nicht Ultimate Parent Company hier in Österreich bin, sondern mein Shareholder noch in München sitzt. Das heißt, dort spielt die Musik derzeit zu diesen Themenstellungen. Die sind daran, diese Dinge zu erarbeiten. Wir haben auch erste Simulationen durchgeführt, was denn das möglicherweise für Auswirkungen für uns hat. Also wir glauben, dass wir einen knappen Prozentpunkt Erhöhung in unserer Welt Effective Tax Rate haben werden. Und wir rechnen damit, dass wir in etwa 4 bis 6 Mitarbeiter noch brauchen werden, zusätzlich zum vorhandenen Staff, die einfach diesen zusätzlichen Compliance-Aufwand dann abdecken können. Also das sind die ersten vorsichtigen Berechnungen. Was in der Effective Tax Rate noch nicht mitberücksichtigt ist und ein bisschen ein anderes Thema ist und heute hier nicht Diskussionsschwerpunkt, aber das ist Pillar One, unter den wir wahrscheinlich auch noch fallen werden. Und hier wir dann wiederum aus Deutschland raus in andere Länder Steuersubstrat wiederum verteilen, was natürlich einen gewissen Gegeneffekt haben wird. Ja. Vielen Dank. Vielleicht versuchen wir hier den Blick von Siemens weg auf die größere oder auf die größere Lage der österreichischen Wirtschaft. Herr Kronberger, Sie sind da wahrscheinlich, haben hier Ihr Ohr am Puls der österreichischen Wirtschaft. Haben Sie schon das Gefühl, dass sich österreichische Unternehmen schon richtig darauf vorbereiten, beziehungsweise glauben Sie, wird es hier auch zu Strukturänderungen kommen? Das bessere Gefühl haben natürlich hier die Steuerberater oder die halt einen Großteil dieser Unternehmen auch betreuen. Es war viele Jahre war das eine sehr theoretische Diskussion. Also von daher ist das Gefühl, dass das Ganze jetzt sehr schnell kommt und wenn es politisch auch schnell umgesetzt wird, dann wird das wahrscheinlich noch eine ziemlich große und schwere Arbeit werden. Das ist mal das eine.
Das Zweite ist, bei aller Freude darüber, dass man sagt, okay, man hat jetzt ein faires System, unter Anführungszeichen, man hat jetzt die Mindeststeuer, darf man nicht vergessen, es ist eine Steuererhöhung der Körperschaftssteuer. Und wir haben jetzt gerade eine Steuerreform, wo wir eine Köstsatzsenkung haben. Und das sind ungefähr 700 Millionen Euro. Und genau diese 700 Millionen Euro werden jetzt wieder aufgeschlagen. Von dieser Seite her ist das jetzt mal ein Nullsummenspiel. Das ist mal ein Thema, das wir haben. Ein zweites Thema haben wir natürlich auch, dass wir hier jetzt ein duales System einführen. Da haben wir Unternehmen, die halt zusätzliche Steuern entrichten, und wir haben halt Unternehmen, die jetzt nicht zusätzliche Steuern entrichten. Die sozusagen, da schaffen wir jetzt so eine künstliche Unterscheidung zwischen solchen, die da drunter fallen und nicht. Wir haben einfach ein zweites Steuerregime, und das ist dann schon ein ziemliches Thema. Und da kommst halt, wenn du 749 Millionen Euro Umsatz hast, bist nicht drunter, und bei 750 bist dann schon. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, einerseits, was bedeutet das? Und andererseits sollte man sich das auch mal in Studien auch volkswirtschaftlich anschauen. Ich habe es ja vorher gerade gesagt, also wir haben jetzt ungefähr 300 Milliarden Wertschöpfung, wir haben ungefähr 57.000 Mitarbeiter, die genau unter dieses System fallen. Und dann haben wir die restlichen, das sind dann offensichtlich auch ein paar hunderttausend, die bei Körperschaften beschäftigt sind, und was passiert dann dort? Das sind alles Dinge sozusagen, wo wir noch ziemlich im Nebel fahren, und da muss man sich noch sehr viel anschauen. Das Zweite ist, es wurde auch schon angesprochen, wir haben noch keine Studien, die uns sagen, wie hoch ist der Verwaltungsaufwand. Und bevor man ein System einführt, sollte man sich das auch mal wirklich anschauen. Also von daher, da sind noch ganz viele Hausaufgaben zu machen, bevor man etwas mehr Vertrauen in dieses System bekommen könnte. Also ich habe mir einerseits jetzt einmal zumindest im Kopf notiert, dass wir hier auch aus wissenschaftlicher Sicht mehr nachlegen können oder mehr nachlegen müssen, und natürlich auch vor allem das Thema Verwaltungsaufwand ist natürlich mit empirischen Studien immer schwer zu greifen, aber es ist sicher ein Aspekt, der hier in der Diskussion wenig Rolle spielt oder gar nicht in der Diskussion ist. Ja, bitte. Darf ich vielleicht noch einen Gedanken zum Verwaltungsaufwand einbringen, der, glaube ich, nicht so unwesentlich ist. Man muss sich ja immer überlegen, was ist die Alternative. Ne? Und eine Alternative zu einer, und das muss man schon sagen, das ist ja in Wahrheit auch politisch, demokratiepolitisch eigentlich beeindruckend. Ne? Niemand hätte eigentlich einen Cent auf so eine internationale Einigung gegeben, noch vor wenigen Monaten. Und die Alternative zu so einer internationalen koordinierten Lösung, die natürlich ihre Komplexitäten hat, das ist keine Frage, ist aber bei fast jeder Steuer eigentlich der Fall. Die Alternative wäre gewesen, dass man sozusagen nationale Alleingänge findet. Ne? Und es gibt ja so Dinge wie die Diverted Profit Tax, und gerade auch mit Blick auf Pillar 1, ne? die diversen nationalen Digitalsteuern, also quasi ein Flickenteppich an nationalen Regelungen. Und ich würde vermuten, dass sozusagen diese Alternative jetzt rein aus der Sicht der Compliance und des Verwaltungsaufwandes viel, viel aufwendiger gewesen wären als ein koordiniertes internationales System. Bitte, erlaube mir eine Anmerkung dazu. Ja, verstanden. Aber wenn ich es schaffe, diese globale Mindestbesteuerung koordiniert so durchzuführen, dann hätte ich mir gewünscht, ich schaffe es auch koordiniert durchzuführen, einfach in den Ländern jeweils den Steuersatz auf 15% anzuheben, dort, wo er derzeit drunter liegt. Das wäre wahrscheinlich auch gegangen und hätte in der Nuance etwas weniger Compliance-Aufwand bei uns verursacht. Ja, das glaube ich, das ist ganz, ganz schwierig. Die steuerpolitische Souveränität ist den Staaten heilig, ne? Sogar in der EU und natürlich sozusagen darüber hinaus sowieso. Also die Vorstellung, dass, und wir haben ja auch jetzt, man muss sich vorstellen, diese internationale Einigung ist ein Common Approach. Das heißt, der Herr Professor Bedutschnik hat gesagt, eine moralische Verpflichtung, das einzuführen, ich würde das eher, ne, das finde ich fast ein bisschen zu hart. Eigentlich gibt es nur die Verpflichtung, das System zu akzeptieren, ne, gewissermaßen. Oder wenn man es einführt, nach diesen Prinzipien einzuführen, aber keine Verpflichtung, es einzuführen. Ne. Also auf das berufen sich ja auch EU-Staaten wie Estland beispielsweise, die jetzt in den Verhandlungen schon nachgegeben haben. Aber im Prinzip sozusagen würde ich schon meinen, das war
wirklich das Maximum dessen, was möglich war. Ne? Also die Vorstellung, dass sozusagen als so eine große Anzahl an Staaten zustimmt, ihre nationalen Körperschaftsteuersätze sozusagen wirklich anzuheben, und dann müssten es ja nicht nur die sein, sondern wirklich noch mehr, ne? Weil es gibt ja noch viel, viel mehr Staaten auf der Welt, die da gar nicht teilgenommen haben, auch viele Steueroasen, die an dem Prozess gar nicht teilgenommen haben. Also dieses das System der globalen Mindeststeuer, die sozusagen über die ne, Konzernstrukturen sozusagen quasi in alle Winkel der Welt reicht. Ne? Und wenn man sagt, sozusagen die EU, nur die EU und die USA führen es ein, dann wäre das sozusagen schon ein, dann wären schon ein großer Teil sozusagen der Konzernaktivitäten erfasst, weil die Konzernzentralen halt da, das ist sozusagen eigentlich politisch genial und glaube ich sozusagen fast unmöglich sozusagen mehr zu erwarten. Ne? Also ich rechne zum Beispiel auch persönlich nur überhaupt nicht damit, dass Pillar 1, es ist vollkommen unrealistisch, ne? Weil die Amerikaner das nicht ratifizieren werden. Ja? Pillar 2, die Mindeststeuer, ist sozusagen schon relativ weit im Prozess und von der Warte betrachtet würde ich meinen, ja, kann man schon zufrieden sein. Darf ich da vielleicht auch noch ganz kurz einen Punkt? Also wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung anschaut der Körperschaftsteuer in Österreich, dann haben wir gesehen, dass sich die effektive Körperschaftsbesteuerung in Österreich in den letzten Jahren erhöht hat, obwohl der nominelle Satz gleich geblieben ist. Was ist da die Interpretation oder die Schlussfolgerung daraus? Die ist daraus, dass man eigentlich schon mit anderen Maßnahmen, ATAT etc., schon sehr viele Maßnahmen eingeführt haben, die genau sozusagen eine höhere Nivellierung oder eine Art Mindestbesteuerung auch eingeführt haben. Jetzt haben wir das Thema, dass wir möglicherweise zwei oder drei Systeme sogar noch nebeneinander haben, weil wenn sozusagen die EU noch mit ihren eigenen Spielregeln für die nationalen Unternehmen auch noch dann einführt, dann ist mir jetzt nicht ganz klar, ob wir da nicht ein bisschen überfordern und ob wir das Richtige tun. Von daher kann ich jetzt nicht so eine große Begeisterung aufbringen wie der Herr Bernhofer. Und ich nehme mal auch sozusagen die österreichischen Muttergesellschaften werden sich damit ihrer Begeisterung etwas zurückhalten, wenn sie dann mehr Steuern zahlen müssen und das allenfalls dann auch auf die Beschäftigung wirkt oder insgesamt auf die Wertschöpfung. Ja. Bitte. Kurze Anmerkung dazu, weil vereinzelt gibt es diesen Effekt, also, aber ich kenne eben nur Einzelfälle, dass zum Beispiel Staaten wie die VAE dieses globale Mindestbesteuerungskonzept ja schon zum Anlass genommen haben. Das ist im Dezember, sind die Model Rules von der OECD veröffentlicht worden und im Jänner hat man dort gesagt, okay, wir führen jetzt eine Körperschaftsteuer ein. Und die ist genau so modelliert, dass sie auf dieses System sozusagen eine Antwort ist, ja, weil VAE ist eh weitläufig bekannt, 0% Körperschaftsteuer normalerweise und geplant ist jetzt genau dieser Mindeststandard dort umzusetzen. Das heißt einmal eine Körperschaftsteuer grundsätzlich von 9% ab 100.000 Euro oder so, also bis 100.000 Euro befreit man nach wie vor, aber das ist eh irrelevant. Und dann sind es genau die 9%, die kommen ja in den Model Rules, also in Pillar 2 auch vor, weil neben dem, worüber wir jetzt immer diskutieren, diese Globe Rules, wo man diese Mindeststeuer von 15% einführt, gibt es ja auch noch einen anderen Aspekt bei diesem Pillar 2 und das ist diese Subject to Tax Rule, wo man, das ist ja eigentlich nur der Mindeststandard, das muss man schon differenzieren, weil der Mindeststandard ist das, wo es das Commitment gibt, dieser 137 Mitglieder des Inclusive Framework. Das heißt, umzusetzen ist als Muss grundsätzlich nur diese 9% Subject to Tax Rule und die ist so ähnlich wie unser Abzugsteuerverbot für Zinsen und Lizenzen. Also da nimmt man Zahlungen raus, die halt BEPS anfällig sind und sagt immer dann, wenn die, also wirklich so ähnlich wie bei uns schon im KSDG verankert, immer dann, wenn der Empfänger weniger als 9% Steuer zahlt, dann erheben wir die Differenz im Staat des Zahlenden. Das muss umgesetzt werden. Ja? Und deswegen die VAE mit den 9%, die kommen genau daher. Und die sagen dann auch noch, ganz wiff eigentlich, und alle Töchter oder Betriebsstätten von Konzernen, die unter das neue Mindestbesteuerungsregime fallen, da erheben wir eine gesonderte Körperschaftsteuer von 15%. Also die sind genau auf das eingegangen. Ja? Und Jersey, wirklich, das empfehle ich jedem von den Policy-Überlegungen, ist das großartig zusammengefasst, dieses Policy-Statement durchzulesen, geht einen ähnlichen Weg, ja? Weil das
Und das wird wirklich so erklärt, ja, wir wollen ja eigentlich Steueroase sein und attraktiver Standort, aber irgendwie müssen wir uns mit dem jetzt auseinandersetzen und schaut einmal aus allen Optionen, die wir da haben in der Umsetzung, also nur diese Subject-to-Tax-Rule oder dann doch eine Minimum-Tax oder in Kombination mit dieser Income-Inclusion-Rule, wo man dann Konzerne, die dort in Jersey ansässig sind, mit den 15% besteuert als Top-Up-Tax. Macht es ja nur Sinn, wenn wir das machen. Ja. Und den Effekt mag es geben, aber bis wir dann dort so weit sind, und das wäre das Einfachste, nicht? Wenn einfach alle Staaten, so wie Sie gesagt haben, das einführen und man dann überall diese 15% hat, ja, wird das ja alles wieder halbwegs handelbar. Weil ganz ehrlich, in dem ganzen System, diese IIR, diese Income Inclusion Rule, wo man dann weiß, das ist die Parent Entity, ist auch nicht so ohne, dass man mal weiß, okay, wer ist das jetzt? Und die erhebt das dann und die gibt dann eine Steuererklärung ab, das ist ja von der Idee her einfach, aber da gibt es ja viele, also unzählige Herausforderungen, bis man mal so weit ist. Und der Worst Case ist natürlich, wenn man dann so Sachen hat wie diese Undertaxed Payment Rule, diese oder Undertaxed Payment oder Profit Rule, wo ja dann plötzlich eine Steuer auf mehrere Staaten aufzuteilen ist. Also das ist dann der administrative Super-GAU, glaube ich. Und von daher, also ich glaube, das wird man erst sehen. Und gerade in den USA, nur eins noch dazu, weil ich gerade da so eine Senatsdiskussion auch verfolgt habe, die super spannend ist, weil man hat sich in den USA auch großartig erwartet, 240 Milliarden aus Pillar 2. Und dort ist natürlich der Unmut über Pillar 1 extrem groß, ja, weil es ist ja weitläufig bekannt, das ist ja speziell fast Targets in US-Unternehmen. Ja, alle diese Technologiekonzerne, von denen will man ja Steuersubstrat in den Absatzmärkten, weil da ja diese also Unterstellung oder empirisch nachgewiesen ist, dass die zu wenig Steuern zahlen. Über Pillar 2, One ist mir eher erbost, Pillar 2 sollte 240 Milliarden bringen und dort habe ich jetzt nur mitgekriegt, die Republikaner zum Beispiel sind der Meinung, dass das ja alles überhaupt nicht stimmt, weil man das gar nicht derzeit vom Impact Assessment sagen kann, weil es ja davon abhängt, was machen alle anderen. Weil die 240 Milliarden sind ja nur das, was übrig bleibt, wenn alle Steueroasen nicht hergehen und sagen, na, das holen wir uns selber. Und ich meine, da führt eigentlich kein Weg, also wenn man jetzt Homo economicus ist und davon gehe ich aus, dass in den Ministerien auch dieser Steueroasen solche Menschen sitzen, na, die holen sich das selber und sind nicht einmal die Buhleute dort, ja? Weil das ist ja eine Steuer, die werden wir uns nicht entgehen lassen, dann erhebt das ein anderer Staat. Ja? Und von daher, weiß nicht. Diese nationale Ergänzungssteuer, richtiger Gamechanger auch gewesen. Ne? Also das war ja, weil unter anderen Umständen hätte man sozusagen, hätte man natürlich eine nationale Körperschaftssteuererhöhung gebraucht. Ne? Die wäre sozusagen politisch auch relativ kostspielig gewesen. Und so kann man sozusagen das relativ gut eingrenzen auf, sage ich mal, nur die In-Scope-Unternehmen. Und kann sozusagen auch quasi sozusagen die unterbesteuerten und niedrig besteuerten Gewinne von ausländischen Konzernunternehmen. Also das macht es quasi für Steueroasen viel attraktiver, die Mindeststeuer einzuführen. Es wäre lustig oder wäre interessant sozusagen, wenn dann letztlich die Amerikaner, weil die Amerikaner sind ja jetzt eigentlich in der Diskussionsphase, die hatten ja schon eine Mindeststeuer, das gilt die System und es wurde sozusagen auf internationaler Ebene ausgemacht, das nachzuschärfen auf quasi diesen neuen OECD-Globe-Standard. Und das ist auch noch immer in einer politischen Pattsituation. Ne? Und das ist auch für die europäische Entscheidung, glaube ich, nicht so unwesentlich, wie die Amerikaner sich entscheiden und wann und umgekehrt. Ne? Also das ist noch eine gewisse Unbekannte. Ich möchte vielleicht noch eine Anmerkung oder vielleicht eine geringfügige Klarstellung auch einmal unterbringen. Wir reden hier immer von Steueroasen. Nein, wir reden nicht nur von Steueroasen. Ja, also ich bin verantwortlich für den Bereich Zentral- und Osteuropa. Es gibt dort einige Länder, man nehme her Ungarn, man nehme her Serbien, man nehme her Bulgarien, die einen Steuersatz haben, der einiges unter 15% liegt. Ja, also ich möchte gern den Eindruck vermeiden, erstens einmal, dass alle Konzerne, alle multinationalen Konzerne über Steueroasen arbeiten. Und zweitens, dass eben Konzerne, die ganz normal ihre wirtschaftliche Tätigkeit ausführen, von diesem Thema sehr wohl auch betroffen sind. Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Also wir gehen da immer so leicht drüber hinweg und sagen, ja, diese Steueroasen, diese Niedrigsteuerländer, die sind alle böse und dort passiert eigentlich nichts, außer dass es dort Briefkastengesellschaften gibt. Also so stellt man sich ja das landläufig so vor. Aber es sind natürlich ganz normale entwickelte Ökonomien, die auch einfach aus politischen Entscheidungen heraus niedrige Steuersätze haben und die werden dann auch unter Anführungszeichen penalisiert. Aber ich denke, dass die Diskussion, die wir jetzt gesehen haben, die wir jetzt gerade haben, die zeigt aber eigentlich auch, dass dieser Begriff globale Mindestbesteuerung eigentlich, wenn man jetzt nur diese Top-Up-Tax hernehmen würde, ja keine globale Mindestbesteuerung einführt, sondern eigentlich erst dieser zweite Schritt, der jetzt danach kommt, wo man sieht, dass diese Steueroasen oder Niedrigsteuerländer oder wie auch immer man sie bezeichnen will, dass die ja eigentlich jetzt, so wie Sie es gesagt haben, gescheit genug sind oder smart sind und sagen, naja, wir werden jetzt nicht da dieses Business Model, das wir haben, aufgeben, sondern wir werden noch mehr davon profitieren, weil wir jetzt heben wir sogar Steuer auch noch ein dafür, dass die Leute bei uns sind. Ja, also ich glaube, das kommt dann eher diesem Gedanken schon viel näher nahe als diese Frage, wie viel kann jetzt Österreich als Fiskus davon profitieren? Sind es jetzt 600 Millionen, 520 oder was auch immer? Das heißt, diese Reaktion auf den Steuerwettbewerb, dass jetzt auch Länder mehr oder weniger nicht gezwungen werden, aber überredet werden, eine Steuer einzuführen, ist eigentlich eine spannende Entwicklung aus dieser Situation heraus. Ist es, wobei dann ist ein Thema schon festzuhalten, dass es dann irgendwann wettbewerbsverzerrend wird. Also wir haben ja gehört, es sind nur Unternehmen betroffen, deren Umsatz über 750 Millionen Euro liegt. Ja, wir kennen das also auch wieder aus dem Beispiel aus meinem Bereich Zentral- und Osteuropa. Da haben sie lokale Player, die diese Märkte bedienen. Der erreicht eben weltweit gesehen keine 750 Millionen. Und insoweit dann diese Zusatzsteuern da sind, nur für die anderen haben wir, nämlich die über 750 Millionen sind, einen Wettbewerbsnachteil, der einfach aus der Kostenposition Steuern resultiert. Dann. Aber das würde dann ja eigentlich auch dazu führen, dass so etwas, also jetzt nicht für Unternehmen, die eh schon zu groß sind, aber für Unternehmen, die an diese Schwelle kommen, dass die versuchen werden, aufhören zu wachsen. Das wäre dann auch eine Folge von dem Ganzen, die sicher nicht intendiert ist und die wahrscheinlich Ihnen als Wirtschaftskammervertreter sicher nicht gefallen würde, oder, Herr Kronberger? Ja, ich glaube sozusagen, es gibt sehr, sehr viele Studien über die volkswirtschaftlichen Effekte der Erhöhung der Körperschaftsteuer und da gibt es ganz, ganz wenige daraus, die sagen, das seien positive Effekte. Also Sie können davon ausgehen, dass, da gibt es viele Metastudien, die sich das Ganze angeschaut haben. Eine Körperschaftsteuererhöhung hat negative volkswirtschaftliche Effekte und davon reden wir gerade. Das ist sicherlich sozusagen ein netter Nebeneffekt, wenn ich sage, okay, und es ist auch ein Beitrag zur, unter Anführungszeichen sage ich es mal, Fairness, weil Fairness ist auch entsprechend mit einem Wertesystem unterlegt, das auch unterschiedlich zu diskutieren ist, das ist klar, aber wir kaufen uns jetzt gerade ein, dass uns das Beschäftigung und Wachstum kostet. Und das muss man auch mal klar und offen aussprechen und von daher haben wir schon als Standort die Aufgabe, hier zu schauen, dass hier unter Anführungszeichen die Kollateralschäden möglichst klein sind. Und man muss ja dazu sagen, es zeichnen sich ja schon ein paar ab, nicht? Weil in diesen Berechnungen, die wir und auch andere Kanzleien in Österreich ja schon machen, wir haben ja zum Beispiel mit einer Forschungsprämie in Österreich, also das Thema Förderungen wird in dem ganzen System ein Riesenthema. Ja? In Österreich, eine Forschungsprämie ist ein Problem, weil es eine permanente Differenz ist, ja? Aufgrund der steuerlichen Behandlung, der Abbildung in der im Rechnungslegungssystem. Und da könnte man in Österreich, natürlich, da müssen mehrere Faktoren zusammenspielen, aber durch die Forschungsprämie könnte man unter die 15% fallen. Und das ist natürlich ein Effekt, der gibt keinen Sinn. Ja? Und diese Diskussion, die haben wir genauso in den USA, also wie der besagte Senatsdiskussion war, dass das ja ein Wahnsinn ist, diese Förderungen. Auch in den USA gibt es diese R&D-Tax-Credits, die genau unter diese Refundable-Tax-Credits fallen, also in diesem Globe-System, die auch dazu führen, dass dann US-Unternehmen, die vielleicht dann am chinesischen Konzern, diese Konstellationen gibt es ja auch, und die sind dort in Amerika natürlich der Riesenaufreger, die am US-Konzern gehören und die dann dazu führen könnten, dass jetzt zum Beispiel aufgrund von Förderungen in den USA ein Besteuerungsanspruch in China bei der Ultimate Parent entsteht. Ja. Und
da gibt es jetzt tausende Fallkonstellationen, wo da wirklich seltsame Effekte entstehen. Ja? Und bei den Förderungen, und das hat ja mit Standort und Standortattraktivität und mit Innovation, und ich meine, das sind ja ganz entscheidende Faktoren für einen Markt, für die Beschäftigung und so weiter. Man muss sich über Förderungen und wie man die ausgestaltet, ganz anders Gedanken machen, damit man sich da nicht selbst sozusagen ins Fleisch schneidet. Herr Bernhofer, bitte. Also Unternehmen in Österreich sozusagen, die ganz klar sagen, ja, okay, wir kommen wegen der Forschungsprämie, das ist für uns attraktiver Standort. Und wenn ich dieses Argument jetzt, ich sage es mal sehr diplomatisch, verwässere, dann ist das etwas, was jetzt nicht gerade positive Auswirkungen hat. Aber vielleicht schon noch zur Einordnung, wir haben in Österreich jetzt noch einen Körperschaftsteuersatz von 25% und der effektive Steuersatz laut allen einschlägigen Statistiken ist ungefähr, also über alle Kapitalgesellschaften hinweg volkswirtschaftlich gerechnet, ist, sage ich mal, 22-23%. Ne? Und das ist auch das, was viele Unternehmen bezahlen. Und ich meine, wenn jetzt ein Unternehmen wegen Förderungen eine effektive Steuerquote von unter 15% hat, dann hat es ja im Vergleich zur Konkurrenz eher relativ gute Steuersituation. Und wenn diese Steuerposition ein bisschen nach oben skaliert wird, dann glaube ich sozusagen, sind die volkswirtschaftlichen Effekte nicht so desaströs, sozusagen, wie das jetzt vielleicht dargestellt wird. Zumal man ja auch bedenken muss, ich glaube, einen starken Effekt wird sozusagen die Mindeststeuer auf die Patentboxen haben, weil die Patentboxen ne, niedrigere Steuer für die Effektiv Tax Rate sozusagen bedeuten. Aber die Forschungsprämie beispielsweise wird ja sozusagen in der Berechnung der Effektiv Tax Rate als gewinnerhöhend gerechnet. Ne? Und wenn man sich das numerisch anschaut, dann ist natürlich der Effekt der Forschungsprämie auf die Effektiv Tax Rate deutlich geringer als zum Beispiel ein reduzierter Steuersatz über eine Patentbox, was bedeutet, dass ich mir schon ein bisschen, also das ist ein Szenario, das glaube ich nicht so unrealistisch ist, dass wir anstelle des Steuerwettbewerbs bis zu einem gewissen Grad auch einen sozusagen stärkeren Förderwettbewerb haben. Also ich glaube, es ist relativ realistisch, dass viele Staaten, die jetzt mit Patentboxen arbeiten, auf so Systeme umstellen, wie wir es jetzt mit der Forschungsprämie haben und das sozusagen natürlich InScope-Unternehmen, gerade auch im forschungsintensiven Bereich sozusagen, natürlich eine gewisse Steigerung der effektiven Steuerquote sehen werden. Der Herr Thomas Berger hat es angesprochen, bei Siemens, ich halte es für gar nicht so unrealistische Größenordnung, 1 Prozentpunkt. Also ich würde da sozusagen den volkswirtschaftlichen Teufel ehrlich gesagt nicht an die Wand malen. Und alle Impact Assessments zum Thema, die wir kennen sozusagen, sehen das ähnlich. Also die negativen volkswirtschaftlichen Effekte sind relativ überschaubar, zumal eben das auch eine globale Maßnahme ist. Ne? Das macht es natürlich sozusagen auch weniger verzerrend. Ne? Es ist nicht Österreich, das hier eine Steuererhöhung durchführt, sondern es ist quasi sozusagen die Welt, die hier in gewissen Segmenten eine Steuererhöhung durchführt. Ne? Ich habe früher, Herr Thomas Berger, Sie haben das erwähnt, und zwar dieses Thema Wettbewerbsverzerrung. Und zwar, das Thema Wettbewerbsverzerrung ist ja, für mich wird das immer so eher in die Richtung diskutiert, dass die Großen dadurch, dass sie keine Steuern, also alles unter Anführungszeichen, dass sie keine Steuern zahlen, die GAFAs und so weiter, die verzehren ja den Wettbewerb für die Kleinen. Aber ich habe jetzt aus Ihrer Wortmeldung eher das Gefühl, dass es in die andere Richtung geht. Ja? Also dass wir hier in Situationen kommen können, dass die Großen auf einmal durch diese Mindeststeuer zusätzlich, also mehr belastet werden als die Kleineren. Ist das wirklich eine Wettbewerbsverzerrung oder gleicht das nicht nur eine Verzerrung, die vorher schon besteht, vielleicht wieder aus? Na, ich denke, es findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Ja? Konzerne agieren unterschiedlich und ich möchte es noch einmal betonen, also nicht jeder Konzern hat im Fixprogramm den Double Irish Dutch Sandwich drinnen, ja? Sondern es wird dort Geschäft gemacht, wo man seine Produkte und seine Leistungen anbieten kann und das auch unabhängig von einem Steuersatz. Und wenn ich Siemens als Beispiel bringen darf, wir schauen, dass wir unsere Patente aus vielerlei Gründen in Deutschland, ja, und das ist ein Hochsteuerland, konzentrieren, ja, und nicht in einer Patentbox oder in einer Konstruktion. Ja, also wo ich hin will, ist, das kommt mir nämlich
oft zu kurz in der öffentlichen Diskussion. Ja, das heißt immer, die multinationalen Konzerne zahlen keine Steuern. Manche Medien neigen dann überhaupt dazu, zu sagen, hinterziehen Steuern, das wird dann überhaupt fürchterlich. Aber so ist die Welt nicht unbedingt. Ja. Also es gibt genügend Konzerne, und ich zähle unseren dazu, die einfach dazu bereit sind, anhand der Wertschöpfungskette in jedem ihrer Staaten die Steuer zu bezahlen. Das einzige Problem, das wir derzeit haben, wir wollen es richtig machen. Das gelingt uns aber nicht, weil Interessen der unterschiedlichen FISCI hier diametral sind und möglichst viel Substrat in die Länder gezogen werden müssen, weswegen auch wir vom Audit in die Verständigungsverfahren und in die Schlichtungsverfahren gehen müssen, damit wir die Steuer wenigstens nur einmal bezahlen. Ja? Und so sehe ich in unserem Fall sehr wohl ein Thema, dass derjenige in der Nuance bevorzugt wird, der unter 750 Millionen hat und eine von mir aus regionale Konzernstruktur hat, die sich also zum Beispiel über den CE-Raum erstreckt und der diese Zusatzsteuer nicht zu bezahlen hat. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Vielleicht darf ich da auch noch ganz kurz ergänzen, noch einhaken. Es hat der Herr Thomasberger auch vorher angesprochen, dass wir im Südosten Europas viele Länder haben, die einen nominell niedrigeren Steuersatz haben als wir. Und wenn wir sozusagen hier in Österreich jetzt die effektive Steuerrate erhöhen nochmal, eh schon bei einem hohen nominellen Steuersatz, dann erhöht das den Druck in Österreich noch einmal. Und das ist etwas, was ich für einen Standort jetzt als nicht ganz leicht verdaulich einschätzen würde. Ja, aber dem könnte man entgegenhalten, dass wir den Steuersatz ja nicht erheben, sondern einfach nur die Differenz auf die 15% einheben. Und die 15 sind ja eh schon sehr weit unten eigentlich. Es ist einfach ein Mehr an Steuern, das hier gezahlt wird und was den Unternehmen dann abgeht. Also auch den österreichischen Müttern. Und das sind die, die Beschäftigung schaffen, die Wertschöpfung schaffen. Aber es sind trotzdem die Konzerne, die jetzt sozusagen stärker Steuerdumping betreiben als Unternehmen, die das gar nicht machen, ne, sind natürlich viel stärker auch betroffen. Und auch Unternehmensstandorte, die jetzt den österreichischen Standort Wirtschaftsstandorte, die den österreichischen Standort unter Druck setzen mit niedrigen Steuersätzen, sind ja auch von der Mindeststeuer stärker betroffen. Ne. Es ist ja nicht so, dass wir in Österreich jetzt es ist ja gewissermaßen ein globaler Effekt. Also ich glaube, gerade sozusagen Unternehmen wie Siemens, die steuerlich sehr solide aufgestellt sind, die profitieren relativ zu anderen Konzernen, die aggressiver mit solchen Steuergestaltungen arbeiten. Also man kann es ja sozusagen auch für ein Normalsteuerland wie Österreich eigentlich als Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sehen, relativ zu anderen Ländern. Also, bitte. Ein bisschen ist halt schon so die Sippenhaftung, gell? Weil man hat einmal ausgemacht, dass es so US-amerikanische Digitalkonzerne gibt, die zahlen wenig Steuern, und dann hat das Ganze, das hat den Stein ins Rollen gebracht, und dann ging die Diskussion weiter, und dann hatten wir, ich glaube, Herr Thomasberger, Sie haben es vorher schon gesagt, einmal das Thema Automated Digital Services wollen wir erwischen, Consumer-Facing-Business wollen wir erwischen, weil da geht es dann um die Absatzmärkte. Und dann ist man draufgekommen, ja, das ist schwierig. Und jetzt trifft es halt an jeden. Und einfach alle Konzerne, die groß sind und profitabel sind. Das Thema haben wir bei Pillar One. Und das sind ja dann auch diejenigen, die unter die globale Mindeststeuer jedenfalls fallen. Und das Thema Fairness, ich glaube, Sie haben es vorher schon erwähnt, ich meine, das muss man halt in Frage stellen. Nicht? Also was ist fair? Ich meine, da wollen wir jetzt gar nicht hin, weil diese Frage ist schwer zu beantworten. Aber das Einzige, was sich ein Konzern wie Siemens jetzt sozusagen zu Schulden kommen lässt, ist, dass man groß ist, also viele hohe Umsätze hat und auch noch über einer gewissen Profitabilität ist. Und dann rutscht man da in diese Gruppe an Unternehmen, die halt schon eine ziemliche Keule an zusätzlichem administrativen Aufwand zu tragen haben. Und man wird ja noch sehen, ja, es gibt ja in dem globalen Mindestbesteuerungsregime, ich glaube, es gibt ja schon noch Möglichkeiten, das zu vereinfachen. Ja. Allen voran würde ich mir ja zum Beispiel wünschen, dass man, um das nicht wirklich über alle Länder hinweg zum Beispiel rechnen zu müssen, und dieses Rechnen, das darf man nicht unterschätzen, ich meine, bei Siemens geht das auf Knopfdruck, ja, aber das ist schon nicht trivial. Also diese Covered Taxes auszurechnen, die Effective Tax Rate, das in allen Jurisdiktionen und so weiter, das ist schon nicht ohne. Und
ich würde mir zum Beispiel schon wünschen, dass man sich noch einigt auf eine Art so Whitelist, ja? Dass man sich gewisse Länder oder Jurisdiktionen anschaut, deren Steuersystem anschaut und einmal sagt, okay, man trennt die Guten von den Schlechten und bei denen muss man dann nicht diese Reportingpflichten und so weiter erfüllen. Und weil das ist ja derzeit, das ist ja der Stand der Dinge. Reporten und erklären muss ich ja auch für Länder, wo das gar nicht anfällt, wo ich gar keine Top-Up-Tax habe. Ja? Also ich glaube, man kann das schon noch vereinfachen und damit ein bisschen den administrativen Aufwand reduzieren. Ja? Ich glaube auch, der Herr Thomas Berger weiß das aus der Praxis, ein Konzern hat eine Gesamtkostenbelastung oder eine Kostenstruktur insgesamt und die Körperschaftssteuer ist nicht die einzige Steuer, die er zahlt. Das heißt, ich finde es manchmal ein bisschen problematisch, einfach jetzt nur auf den effektiven Körperschaftssteuersatz zu reduzieren, sondern ich muss mich eigentlich mit der Gesamtkostenbelastung des Unternehmens auseinandersetzen. Und das ist etwas, was sehr oft sozusagen jetzt in der journalistischen Darstellung sehr vereinfacht wird, wo ich einfach das jetzt mal sehr diplomatisch ausdrücke. Also von der Seite her sollte man sich doch einmal ein bisschen die Mühe machen, da ein bisschen stärker auch in die Kostenstrukturen insgesamt einzutauchen. Ja, ich würde jetzt gern hier einmal, also nicht einen Punkt machen, zumindest einen Beistrich und möchte auch unser Publikum mit einbeziehen und eröffne somit hier jetzt einmal eine Fragenmöglichkeit für Sie alle hier und die Möglichkeit bei uns an der Diskussion nicht nur zuzuhören, sondern auch teilzunehmen im Sinne von Fragen zu stellen und das Gleiche gilt auch für die Zuschauenden und Zuhörenden zu Hause, die das über den Livestream verfolgen. Hier gibt es die Möglichkeit, über die Chat-Funktion eine Frage zu posten und die wird dann hier von einem meiner Kollegen dann gestellt werden. Ich blicke jetzt einmal hier in den Raum, wer wagt es, die erste Frage zu stellen oder wer hat die am brennendsten Frage auf seiner oder ihrer Zunge? Bitte hier vorne. Frau Professor Eberhardinger, bitte. Dass mich auch beschäftigt, es sind etliche Punkte angesprochen worden. Tatsächlich möchte ich auch noch einmal bestätigen, was der Bernhofer gesagt hat, die Konzerne, die österreichischen ATX-Konzerne zahlen im Durchschnitt 23-24% effektive Steuerquote. Also es sind tatsächlich nur einzelne Ausreißer, die dann aber schon die Gestaltungsmöglichkeiten exzessiv nutzen. Und als Reaktion auf diese wenigen gibt es jetzt die überschießende Rede. Es ist sehr viel gesprochen worden, klarerweise von den hohen Compliance-Kosten, die vor allem die Pillar 2-Regelungen jetzt verursachen werden. Das ist ohne Zweifel richtig. Ich würde aber, ich glaube nicht, dass man die Hoffnung haben sollte, dass das irgendwen beeindruckt. Ich glaube, dass gerade je mehr Compliance-Kosten, umso besser, weil umso mehr werden die Konzerne davon abgehalten, sich komplex aufzustellen. Und also ich glaube, dass Compliance-Kosten mit ein Teil des Drucks sein sollen aus politischer Sicht. Das ist auch etwas, was ich aus Gesprächen mit Personen aus der OECD leider mitgenommen habe. Einen Punkt möchte ich nochmal verstärken, die Frau Burgstaller hat es gesagt, auch der Dr. Kronberger. Was für alle Staaten weltweit, die sich daran beteiligen, sei es, weil sie das jetzt wollen oder weil sie de facto gezwungen werden, gelten wird, ist, sie verlieren fiskalpolitischen Spielraum. Weil fiskalpolitische Anreize nicht mehr oder nur mehr sehr begrenzt gesetzt werden können, nämlich durch eine ganz bestimmte Art von Investitionsprämien oder durch beschleunigte oder vollständige Sofortabschreibung. Und das heißt, dass die Staaten sich ihrer Spielräume begeben und so Themen, wie sie die EU selbst ganz oben auf die Agenda setzt, nämlich Digitalisierung, Forschung und und Innovation, Forschung und Entwicklung und auch Green Investments, dafür fehlt dann der Spielraum. Also, oder ein großes Arsenal der Instrumente fehlt. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, auch global gesehen, ist, dass dieser Spielraum, dieser fiskalpolitische Spielraum, ganz bewusst extra auch Entwicklungsländern oder Schwellenländern genommen wird. Und wie das aus globaler Perspektive mit
Fairness zu begründen ist, ist auch nicht ganz trivial, weil in Wahrheit die, ich sage jetzt mal vereinfacht, reichen Staaten zu sagen, na, wenn ihr nicht besteuert, besteuern wir. Und damit ein begünstigender Effekt von Investitionsanreizen oder dem Versuch, die Wirtschaft im Land zu stärken, ja, erdrosselt wird. Und das ist tatsächlich auch für die Entwicklungsländer ein Problem, die sich auch überlegen, dem doch nicht anzuschließen oder einer Model Convention der United Nations anzuschließen. Danke. Das war jetzt zwar keine Frage, aber ich glaube, Sie wollen darauf replizieren. Ich wollte nur sagen, es ist interessant, was Sie sagen, weil eigentlich gab es recht viel Kritik auch der Entwicklungsländer an Pillar 2, weil es sozusagen in erster Linie den Staaten, den Sitzstaaten der Konzernzentralen zugutekommt und weniger stark den Quellenstaaten. Und deswegen war auch die Subject-to-Tax-Rule wesentlich. Aber ein Kritikpunkt war auch, weil viele Entwicklungsländer haben relativ hohe Steuersätze. Ne? Also man muss schon, glaube ich, sozusagen, also es war auch eine Kritik, Argentinien beispielsweise als Schwellenland hat fast, oder der größte Kritikpunkt war, dass der Mindeststeuersatz zu niedrig ist mit 15% effektiv. Ne? Die wollten einen höheren Mindeststeuersatz haben, weil sie sozusagen selber schon höhere Steuersätze haben und so sozusagen relativ wenig von so einem niedrigen Mindeststeuersatz profitieren. Das heißt, man muss schon, auch wenn man von Entwicklungs- und Schwellenländern redet, differenzieren zwischen denen, wo wirklich quasi niedrigst oder Nullbesteuerung quasi ein Standortvehikel ist und, sage ich mal, vielen afrikanischen Volkswirtschaften, deren Staatshaushalt faktisch von der Körperschaftssteuer lebt. Wir haben 10% Anteil Körperschaftssteuereinnahmen an den Steuereinnahmen. Dort sind es 30%. Ne? Das ist viel, viel wichtiger und die können es sich gar nicht leisten, sozusagen darunter runterzugehen. Also ich glaube, für diese Staaten sozusagen bringt die Mindeststeuer eher eine Verbesserung. Warum? Weil sie in der Lage sind, dann diese hohen Körperschaftssteuersätze auch stärker effektiv durchzusetzen, weil da sozusagen sehr viel auch mit, sage ich mal, dann Deals gearbeitet wird, damit sozusagen die Investition dann wirklich auch realisiert werden kann, sozusagen von Konzernseite und dadurch zumindest 15%, also zumindest habe ich das aus vielen Gesprächen sozusagen, internationalen Gesprächen zu dem Thema mitgenommen, das wollte ich noch ergänzen. Vielleicht darf ich da noch ganz ad hoc, ich durfte mal ein halbes Jahr in Argentinien studieren. Und ich glaube, das größte Problem, was die Argentinier haben, ist die Steuereinhebung und der informelle Sektor. Und von daher ist mir jetzt nicht ganz klar, wie man das dann gewichten soll. Ich glaube überhaupt, das führt uns zwar in eine andere Diskussion, aber dass bei vielen dieser Entwicklungs- und Schwellenländer gerade die Steuererhebung eher das Problem ist, weil auch hier das teilweise auch das Know-how nicht so vorhanden ist, wie das bei uns der Fall ist und auch natürlich auch andere Effekte hier auch noch wirken. Ich schaue ins Publikum. Gibt's weitere Anmerkungen, Fragen? Ja, bitte, hier hinten rechts. Professor Zagler, bitte. Ich tue mal meine Maske runter. Ich fürchte, dass mit der globalen Mindeststeuer wird ein bisschen so wieder mit Massenpflicht werden. Wenn man sie abschafft, am Anfang gibt es noch welche, die sie tragen, aber irgendwann sind wir dann alle ohne Maske da. Und ich glaube, es wird so ähnlich werden mit Ländern, die derzeit noch einen Steuersatz über 15% einheben. Ich glaube, da wird der Druck deutlich stärker werden, dass diese Steuersätze sinken. Ich glaube, das wird anfangen mit Entwicklungs- und Schwellenländern, aber irgendwann wird es uns auch erwischen und die Steuern werden de facto breit auf diese 15% gesenkt werden. Das ist die eine Sache. Also, Matthias Petuschnik hat eine Folie gezeigt, Folie 8, wo er dann alle Länder, die Steuern über 15% hatten, ausgeblendet haben. Ich glaube, das sind interessante Fälle, die man sich anschauen sollte. Wie schnell wird es da runtergehen mit den Steuersätzen? Also werden wir uns, weil es dann plötzlich so einen klaren Steuersatz gibt weltweit, werden sich alle daran orientieren, viel stärker als jetzt, wo es so einen globalen Steuersatz nicht gibt. Das ist der erste Kommentar. Ich habe der zweite Kommentar, das ist eine Frage an Ralf Kronberger, weil er vertritt ja hier die Wirtschaftskammer und nicht Industriellenvereinigung, also sehr, sehr viele, sehr kleine Unternehmen, die sicherlich keine 750 Milliarden Umsatz haben. Millionen. Hast du jetzt ja gesagt, Ralf? Nein, du hast 750 Milliarden Schwelle gesagt. Ich habe 750 Millionen gesagt. Genau. Ja, wäre schön, 750 Milliarden. Okay. Und das sind Unternehmen, also kleinere Unternehmen, die nach wie vor einen 25%igen Steuersatz zahlen, also wenn sie 23% Effektivsteuern zahlen. Und die werden wahrscheinlich sehr, sehr schnell mal auch am Tisch klopfen und sagen, das ist total unfaire Behandlung. Also nicht nur die
Unternehmen wie Siemens, die so groß sind und sagen, in unseren Märkten gibt es Konkurrenten, die weniger Steuern zahlen. Es werden auch österreichische Unternehmen sein, die sehr schnell sagen werden, Moment, eigentlich, wir zahlen zu viel mehr Steuern als Großunternehmen in diesem Land und das ist eigentlich auch sehr, sehr unfair und wir wollen eine Angleichung auf dasselbe Steuersatzmodell haben. Also wenn ich die Wirtschaftskammer hätte, würde ich das sofort, nachdem das beschlossen wurde, in die Debatte einbringen. Mit dem Effekt, dass wir extrem viel, falls es tatsächlich kommen würde, extrem viel Steuereinnahmen verlieren würden und nicht gewinnen würden. Also diese Schätzungen, wie viel Mehreinnahmen werden dann eher Schätzungen, wie viel geringer Einnahmen werden wir bekommen, wenn wir tatsächlich sozusagen diesen Steuersatz als Benchmark weiterdenkt. Und das ist auch eine Frage. Gut, die Einnahmenschätzungen aufgrund dieser Minimum Global Tax sind für mich eine große Blackbox. Also da traue ich mir jetzt keine Hypothesen zu, das ist mal Nummer eins. Nummer zwei, erlaube ich mir jetzt mal die Hypothese aufzustellen, wenn insgesamt sozusagen die Steuerbelastung in Österreich steigt, dann wird natürlich der Druck kommen, dass man mit dem nominellen Satz noch weiter runterfährt. Da bin ich voll bei dir. Und die Wirtschaftskammer wird die Letzte sein, die sich dagegen ausspricht. Das ist auch klar. Im Sinne eben auch der knapp 100.000 Unternehmen, die Körperschaftsteuer teilweise zahlen oder auch Mindestkosten. Herr Bernhofer, Sie wollten darauf auch... Nein, ich wollte nur anschließen an das. Ich finde das spannend, weil eigentlich gibt es diese Diskussion, die Sie da skizziert haben, ja schon ganz, ganz lang. Ne? Also es gibt ganz viele kleine Unternehmen und Ein-Personen-Unternehmen, die das unfassbar aufregt, sozusagen wie wenig Konzerne teilweise Steuern zahlen. Ne? Also es ist ja auch Teil dieses politischen Drucks, der sozusagen in der demokratischen Debatte sich da in den letzten Jahren aufgebaut hat und der zu dieser Mindeststeuer geführt hat. Ne? Und da wäre sozusagen das Argument, glaube ich, sozusagen aus dieser Richtung eher, dass man den Mindeststeuersatz natürlich erhöhen sollte oder dass der zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Aber ich fand es fast spannender, den zweiten Punkt, den Sie gesagt haben, nämlich dass sozusagen eigentlich, na, das gibt so dieses Argument, sozusagen die Einführung des Mindeststeuersatzes führt dann zu einem Race to the Minimum, ja, zu diesem neuen Minimum. Das gibt es interessanterweise auch sehr, sehr stark von Seiten der NGOs, die sozusagen die Mindeststeuer als zu zahm kritisiert haben und die gesagt haben, das wird den Steuerwettbewerb nicht beenden, sondern das wird dazu führen, genau das, was Sie gesagt haben. Was mich nur interessieren wird, also was ist der ökonomische Kanal dahinter? Ich kann es immer noch nicht ganz nachvollziehen, weil dass die Wirtschaftskammer Körperschaftsteuersenkungen will, ist jetzt nichts Neues. Das wird jedes, also ich kenne den Herrn Gromberger schon lange und er fordert es, also auch schon die vielen Jahre, bevor diese Mindeststeuer gab, Körperschaftsteuersenkungen, Es ist eine Standardforderung der Wirtschaftskammer, das ist vollkommen legitim. Aber ich sehe nicht sozusagen, was sich daran jetzt verschärfen sollte. Wo soll der Druck sozusagen herkommen? Rein ökonomisch haben wir als Standort jetzt weniger Druck, die Körperschaftsteuer senken zu müssen, weil eher, sagen wir, die Niedrigsteuerkonkurrenz sozusagen eher gezwungen ist oder beanreizt wird, die effektive Steuerbelastung zu erhöhen. Also mir ist nicht ganz klar, vielleicht als Rückfrage, woher dieser Druck jetzt kommen soll. Martin, bitte. Wenn du willst. Ich stelle mich jeder Debatte. Was natürlich passieren kann, das sind mittelständische Unternehmen, die dann beschließen, sich zu verlagern in Länder, die gesagt haben, okay, weil es den globalen Mindeststeuer von 15% für Großunternehmen gibt, führen wir das auch für alle ein. Ja? Und das kann dann noch zu einer viel schnelleren Verlagerung, dass sie dann sagen, okay, na, dann gehe ich halt, ich weiß nicht, nach Ungarn oder in die Slowakei. Also ich fliege sehr viel zwischen Mailand und Wien hin und her. Und da treffe ich immer wieder auf Manager von italienischen Klein- und Mittelbetrieben, die sich in die Slowakei und nach Ungarn verlagert haben, aus steuerlichen Gründen. Ja? Und so eine Abwanderung kann vermutlich noch größeren Druck ausüben, wenn es so eine Stadt gibt. Ich bringe immer das Beispiel von Immobilienmakler. Nicht? Also, jeder weiß, dass in Österreich gilt, man kann maximal 3% des Kaufpreises Maklergebühren verlangen, aber das ist ein Maximum. Aber haben Sie jeden Makler gesehen, der weniger als 3% von sich aus offeriert? Vermutlich nicht.
Und ich fürchte, es wird ähnlich mit dieser globalen Mindeststeuer sein. Also wir werden quasi Länder sehen, das offerieren. Wir werden zwischen den Ländern Wettbewerb haben, denn der Unterschied, ob ich in Argentinien investiere oder in Bolivien oder wo auch sonst, für Unternehmen relativ irrelevant, die Steuern werden ein relevantes Argument sein. Und das wird internationalen Druck auf diesen Satz hin erhöhen. Und ich denke mal, dasselbe wird sein mit den Unternehmen, die halt an der Schwelle stehen und dann auch ebenfalls sagen, okay. Dann gehen wir aber in Länder, wo es niedrige Steuersätze auch für kleinere Unternehmen gibt. Ich glaube, das wird nur größer werden, weil es auch viel mehr offensichtlich ist, was der Steuersatz jetzt ist. Also vorher wusste man nicht wirklich, wie viel Steuer zahle ich effektiv. Ab der Einführung wissen wir, 15% ist das Minimum, das ich zahlen kann. Und da werde ich vielleicht viel, viel genauer suchen, wo ich diese Möglichkeiten realisieren kann. Und Länder werden diese Modelle bewerben, so ähnlich wie der Matthias Beduschi in seinem eigenen Video gezeigt hat, wie Unternehmen bewerben, wie man hinkommt auf diese 50%. Ich hätte vielleicht noch einen ganz kleinen Punkt, und zwar ein Personenunternehmen und deren Steuerlast. Wir haben da ganz eine interessante Studie in Auftrag gegeben, wo wir eine Vergleichsrechnung gemacht haben, wann zahlt es sich denn aus, von der Est in die Köst zu switchen. Und bei dieser Vergleichsrechnung kommen wir auf steuerpflichtige Gewinne in einer Range, je nachdem wie die Ausgestaltung ist, so zwischen 130.000 bis zu 400.000 Euro. Also von daher, glaube ich, haben wir auch noch viel Aufklärungsarbeit aufzuzeigen hinsichtlich der Steuerfairness, wer wird weniger besteuert. Das heißt, wenn ein Estpflichtiger erst bis zu 400.000 steuerpflichtigen Gewinn günstiger fährt, dann sind es sehr viele EPUs, die eine günstigere Besteuerung haben jetzt als beispielsweise jemand, der einen nominellen Köststeuersatz zahlt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen bei dieser Diskussion. Ja, also wenn ich nur kurz noch was dazu sagen darf, also bisher sehe ich das eigentlich gar nicht, dass wir da jetzt sagen, es nivelliert sich alles auf die 15%, weil für mich stellt sich tatsächlich eher so dar, dass die kleineren oder mittelständischen, die jetzt unter 750 Millionen Euro haben, nach wie vor hergehen können. Das können sie jetzt schon, nicht? Und man kann sich dann fragen, warum haben sie es bis jetzt nicht getan? Und könnten sagen, naja, Ungarn ist so nahe, dort habe ich 9%. Und die werden zukünftig, glaube ich, auch, weil Ungarn hat keine Motivation, generell auf 15% zu gehen, weil Ungarn wird... Wenn man mich jetzt fragen würde, würde Ungarn die 9% weiterhin für diese kleinen und mittelständischen Unternehmen anbieten. Und nur ein Siemens, weil es halt 750 Millionen, also diese Grenze überschreitet, wird dort 15% zahlen, weil das wird sich Ungarn nicht entgehen lassen. Also es würde Sinn machen. Und ich sehe das ehrlicherweise schon problematisch, dass man dann einfach wegen der Größe diskriminiert. Jetzt mag das EU-rechtlich oder gemeinschaftsrechtlich unbedenklich sein oder vielleicht grenzwertig oder wie auch immer, aber das ist schon die Diskriminierung, die sich abzeichnet. Und für uns in der Beratung, nur um auf das nochmal zurückzugehen, ich meine, einfacher wird das auch nicht, weil wir haben Parallelwelten. Ja? Also wir haben jetzt die Großen, für die gilt ein System der globalen Mindestbesteuerung, da haben wir IFRS als Grundlage, eine ganz andere Gewinnermittlung. Dann haben wir ja den gesamten Bauchladen an Anti-Missbrauchsbestimmungen parallel auch noch. Wir haben ein 10a Hinzurechnungsbesteuerung für Passiveinkünfte, wir haben Abzugsverbote, wir haben hybride Gestaltungen. Das gilt dann für alle. Und also das ist schon komplex und man muss sich schon fragen, ich meine, noch einmal, ich rede jetzt gegen das eigene Geschäft, je komplexer, desto lieber als Berater, aber man muss sich schon einmal fragen, ob nicht auch diese ganzen Beratungskosten, weil alles, was über die Grenze geht und da kommt kein Mittelständler mehr dran vorbei, ja, dass er im Ausland eine Tochter hat, das wird alles in Summe immer komplexer. Also von Simple Taxation oder so sind wir meilenweit entfernt und der Trend geht ganz klar in eine andere Richtung. Und da, also ich weiß nicht, wenn man das dann wirklich einmal ehrlich durchrechnet, was man da für einen volkswirtschaftlichen Schaden dann hat, weil einfach diese Compliance-Kosten, damit die Kleinen auch mitspielen können in dem Konzert, ich bin in mehreren Ländern, das ist ja für den Kleinen noch viel höher als für Siemens. Ja? Also 100.000 Euro für irgendein Projekt, ja, weiß ich nicht, der Siemens wird das eher leicht ausgeben, aber der kleine Mittelständler, der vielleicht 1 Million Euro Umsatz hat, für den ist das prohibitiv. Ja? Und das muss man schon auch bedenken in diesem ganzen Rahmenwerk, das sich da jetzt so etabliert. Ja? Eva, bitte. Ich habe noch zwei Fragen an den Herrn Thomasberger. Erst einmal vielen Dank für die Einschätzung Ihrer Compliance-Kosten und die Auswirkungen auf die Effective Tax Rate.
Die eine Frage wäre, ich weiß nicht, ob Sie das schon beantworten können oder wollen, beabsichtigt Siemens, seine internationalen Konzernstrukturen anzupassen im Hinblick auf Pillar 1 und Pillar 2? Und ja, die zweite Frage fällt mir gleich ein. Möchte ich die erste beantworten? Also soweit mir bekannt ist, erwarte ich hier keine Veränderungen. Ja. Und die zweite Frage. Erwarten Sie, also die Frau Burgstaller hat es ja auch schon erwähnt, dass die Besteuerung dann an den IFRS-Abschluss anknüpft, also insbesondere die Zahl der Umsatzerlöse wird wichtig, aber auch andere Zahlen. Glauben Sie, hat das Auswirkungen darauf, wie Sie den IFRS-Abschluss aufstellen? Ich glaube nicht, dass es eine Auswirkung darauf hat, wie wir den IFRS-Abschluss aufstellen, aber es hat eine Auswirkung auf die Vorsysteme. Ja. Wir ermitteln heute schon über ein eigenes Tool unsere laufenden und latenten Steuern. Dieses Tool ist sehr mächtig und da kann man sehr viel tun. Und das ist der zentrale Ansatzpunkt auch für Pillar 2 in Zukunft. Hier wird man das eine oder andere noch machen müssen, also ganz auf Knopfdruck geht es eben noch nicht, aber dorthin geht's. Und wo wir gerade daran arbeiten, sind Klarstellungen, wie mit Besonderheiten des IFRS umzugehen ist, mit Buchungen, die gegen Eigenkapital durchgeführt werden und solche Themenstellungen, die Sie in einem klassischen HGB Deutschland oder UGB Österreich so nicht vorfinden. Ja, das sind die Dinge, wo wir sagen, da wollen wir in eine Richtung kommen, wir sind überzeugt davon, das Thema nicht mehr aufzuhalten, das ist doch nicht unser Anliegen, aber wir wollen einen Mechanismus haben, dass wir bestmöglich automatisiert die Dinge abgreifen können. Dorthin wird es gehen. Ja. Okay, vielen Dank. Oder gibt es dazu noch? Nein. Ich blicke noch einmal in die Runde. Zeigen Sie auf hinten. Ja, bitte. Und gleich. Ja, vielleicht eine grundsätzliche Frage. Könnte es sein, oder wie schätzt das Podium das ein, dass diese ganze politische Steuerdiskussion, ja, Konzerne sollen mehr Steuer zahlen, vielleicht aus dem Bild kommt, dass wir bei der Besteuerung des vorverletzten Jahrhunderts gehabt haben, also sprich der Ziegelarbeiter und der Ziegelbaron. Das eine ist die natürliche Person, die da hackelt und kein Einkommen hat, und das andere ist der Ziegelbaron, eine natürliche Person, Unternehmenskonzern, Eigentümer, ja, der dann die fetten Gewinne hat. Ja. Und dass dieses Bild sich in die Diskussion prägt. Tatsächlich haben wir Körperschaften, Konzerne, und da hätte ich dann die Frage, das ist eine zweite Frage, welchen rationalen Grund gibt es, Körperschaften intermediär zu besteuern? Also sollten wir nicht ökonomisch, allokationstechnisch gesprochen, über Höchststeuersätze sprechen, Körperschaftshöchststeuersätze und nicht Mindeststeuersätze, weil eben, dritter Hinweis, letztlich am Ende des Tages ja die Gewinne des Konzerns an Körperschaft bei einer natürlichen Person landen. Ja? Und wir daher, wenn wir Gerechtigkeitsprobleme diskutieren, dann eigentlich über die Einkommensteuer der Personen diskutieren sollten, die progressiv sollen natürlich ein Steuersystem sein. Also das wäre eigentlich die entscheidende Situation. Warum besteuern wir Körperschaften? Eine grundlegende Frage, die wir in den letzten 2 Minuten beklären werden. Herr Bernhofer, Sie haben sich als erstes gemeldet. Ja, es gibt, glaube ich, also ökonomisch ganz viele Gründe, warum wir Körperschaftsteuer brauchen. Ich glaube, ich finde persönlich, der wichtigste Grund ist, es ist einfach eine Backstop-Funktion für die Einkommensteuer. Ne? Wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe, die nicht besteuert wird, dann kann ich sozusagen als Eigentümer die Gewinne tesorieren, steuerfrei tesorieren. Um das zu verhindern oder zumindest da von den laufenden Gewinnen auch einen gewissen Steuerbeitrag sicherzustellen, braucht es die Körperschaftssteuer. Und die Körperschaftssteuer ist einfach in multinationalen Zusammenhängen aufgrund des Fremdvergleichsgrundsatzes und der Besteuerungsregeln, die wir, glaube ich, in dieser Runde alle kennen, gestaltbar. Und deswegen sozusagen diskutiert man ja auch solche Sachen wie die Mindeststeuer, um sozusagen diesen Backstop auch gewissermaßen abzusichern und das den Unterschied zwischen globalen Zusammenhängen und rein nationalen Zusammenhängen jetzt nicht zu weit auseinanderlaufen zu lassen. Herr Thomasberger, wollten Sie auch noch was dazu? Nein. Alles, was ich jetzt sage, wird falsch. Gut, dann gibt es da vorne noch eine Frage. Ja, ich hätte jetzt vielleicht da noch einen interessanten Punkt anzumerken, weil wir diskutieren jetzt immer über die 15-prozentige Mindeststeuer. Wenn man sich das technisch anschaut, ist es aber keine 15-prozentige Mindeststeuer auf Gewinne, sondern auf sogenannte Excess Profits, weil man zieht einen Substance-Based Carve-Out.
ab. Ja? Und jetzt ist der interessante Punkt, und der wurde von zwei britischen Wissenschaftlern kürzlich hervorgehoben, einem Herrn Professor Petrucci bestens bekannt, Devereux Weller, in einem ganz kleinen Bereich, ja, wenn wir uns zum Beispiel Jersey anschauen, oder das Beispiel, das wir am Anfang gesehen haben, die irische Gesellschaft, die durchaus ja, 2000 Mitarbeiter hat. Ja. Es gibt einen Payroll, einen Tangible Asset Carve-Out, ja, und in einem ganz kleinen Bereich, sogar für InScope-Unternehmen, erhöht sich durch die technische Ausgestaltung von Pillar 2 sogar der Anreiz für gewisse, zugegebenermaßen theoretisch kleine Steueroasen, noch mehr Anreize zu bieten, weil sie müssen jetzt noch weiter unter 15% gehen, um weiterhin die Benefits zu gewähren, die sie jetzt schon hatten. Also ganz eine interessante Diskussion auch. Es ist nicht zwingenderweise so, dass Pillar 2 in der derzeitigen Form den Steuerwettbewerb wirklich ein Ende bereitet. Es gibt sogar in einem kleinen Bereich zusätzliche Anreize für erhöhten Steuerwettbewerb. Und wie der Substance Based Carve aussehen wird oder wie sich der auf die Erhebung von den Top-Up-Tax auswirken wird, das weiß noch kein Mensch, ist empirisch auch nicht erhoben. Ja. Es ist schlichtweg ein Freibetrag, ein formelhafter. Keiner weiß, wie sich das auswirken wird. Und deshalb vielleicht auch eine spannende Anmerkung am Rande. Ja, vielen Dank. Ich wollte nur sagen, ganz wichtiger Punkt, also diese Kombination aus Substanzbegünstigung, nationale Ergänzungssteuer, ne, und dieser Anreizkanal, der dadurch entsteht. Also wir haben das natürlich auch problematisiert in unseren Positionspapieren zur Mindeststeuer, weil natürlich hier für Länder wie Irland der Anreiz besteht, die nationale Körperschaftssteuer zu senken, um sozusagen den Bereich der nationalen Ergänzungssteuer sozusagen auszuweiten, wo die Substanzbegünstigung greift und wo es möglich ist, quasi die effektive Steuerbelastung ohne große budgetäre Kosten eigentlich relativ stabil zu halten. Also quasi eigentlich das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Deswegen waren wir eigentlich bei der nationalen Ergänzungssteuer immer sehr, sehr kritisch, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo es spannend wird, wie sich der in der Praxis dann sozusagen auswirken wird. Ja, vielen Dank. Damit wäre eigentlich eine meiner zwei Abschlussfragen auch beantwortet. Den Steuerwettbewerb werden wir dadurch nicht beenden. Eine kleine Fragerunde hätte ich trotzdem noch gern gestellt. Und zwar, wir haben jetzt 1,5 Stunden über etwas diskutiert, das es noch nicht gibt, wo ich eingangs gesagt habe, es gibt eine moralische Verpflichtung und das wurde am Podium schon als viel zu streng oder als viel zu harte Verpflichtung angesehen. In der EU gibt es Blockierer. Meine Frage daher an alle vier von Ihnen, kommt das überhaupt und wenn ja, wann? Ihre rein persönliche Meinung oder Einschätzung, ich möchte ganz von mir aus rechts außen, von Ihnen links außen mit dem Herrn Kronberger beginnen. Ich möchte mir da jetzt nicht zu viel anmaßen, dass ich da jetzt Prophezeiungen treffen kann. Mein Guess ist, dass es wahrscheinlich durchaus die Bestrebungen geben wird, hier zu Einigungen zu kommen. Aber wann das genau sein wird, unter welchen Bedingungen, das maße ich mir jetzt nicht an, da irgendwelche Spekulationen abzugeben. Herr Thomasberger, sind Sie mutiger? Als Vertreter der Unternehmen, der ja dann auch immer ad hoc die Entscheidung treffen muss, traue ich mich also ein bisschen weiter hinaus. Ich sage, ja, das wird definitiv kommen und ich schätze, wir werden es nicht mehr dieses Jahr bekommen, aber wir werden es nächstes Jahr, allerspätestens übernächstes Jahr bekommen. Ich schließe mich da an, ich sehe das eigentlich genauso. Ja. Ich wäre fast sogar noch ein bisschen optimistischer. Also zuletzt im April, ECOFIN hat ja eigentlich nur mehr Polen die Einigung blockiert und ich glaube, das hatte auch was mit den französischen Wahlen zu tun. Und deswegen würde ich mit einer Einigung im Ende Mai, im ECOFIN Ende Mai rechnen. Das wäre eine gewagte Prognose zumindest. Gut, dann schaue ich noch einmal ins Publikum. Es gibt keine Fragen mehr. Es ist alles geklärt oder alles offen. Jedenfalls vielen Dank. Vielen Dank an meine Gäste hier am Podium. Vielen Dank, Herr Kronberger. Dankeschön fürs Mitdiskutieren. Vielen Dank, Herr Thomasberger. Frau Burgstaller, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Und Herr Bernhofer. Damit darf ich diese Veranstaltung schließen. Ich möchte Sie alle, die
Damen und Herren am Podium und auch Sie alle hier im Publikum auf ein Gläschen Wein und was anderes einladen und wir können uns dafür in den Nebensaal begeben, wo uns eine kleine Stärkung erwarten wird. Vielen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung. Auf Wiedersehen. Applaus